Nicht nur die Kinder fanden es ziemlich cool, ihren Bischof willkommen zu heißen. Auch Konrad Starsa fühlte sich zwischen den Grundschülern sichtlich wohl. Und spätestens beim gemeinsamen Eröffnungslied war das Eis dann gebrochen. Die Kinder, die machen das ihre, das ist doch völlig klar. Und es ist auch, ja, ist ja nicht so selbstverständlich, so viele, viele Kinder und Kleine noch vor allem so auf dem Haufen zu sehen. Zum ersten Mal besuchte der Augsburger Bischof die katholische Volksschule, um sich vom Schulalltag und der Atmosphäre dort einen Eindruck zu verschaffen. Für mehr als 500 Schüler war der Besuch die Gelegenheit, ihren Bischof mal hautnah zu erleben und ihm zu zeigen, wie sie hier ihren Gottesdienst feiern. Im Mittelpunkt stand der Namensgeber der Schule, Franz von Assisi, und sein Sonnengesang über die Schönheit der Schöpfung. Aber auch der Bischof wollte den Kindern etwas mit auf den Weg geben. Eine Geschichte über Liebe und Treue und Verantwortung. Mit meiner Geschichte habe ich das hier versucht auch anzudeuten, dass sie das, was sie zu tun haben, eben stetig und gut machen, sich dem ganz widmen. Und nicht nur das, sondern dass sie auch das, was vielleicht nicht immer so von der Hand geht, immer trotzdem aus Liebe tun, aus Liebe zu Gott, aus Liebe zu den Menschen. Und ich meine, das sind zwei gute Pfeiler, auf denen eine Persönlichkeit heranwachsen kann. Eine gläubige, eine christliche Persönlichkeit. Und zurückblieben, nach den Worten des Bischofs, ziemlich beeindruckte Buben und Mädchen. Ich fand's ganz schön toll. Und warum war's denn toll? Weil der Bischof uns in der Klasse besucht hat. Und er hat auch so was Tolles gesagt. Er kann gut mit Kindern reden, das hat man ja auch gemerkt in seiner Rede heute. Ich fand es gut. Ich war aufgeregt einen Tag, weil ich wusste nicht, wie der aussieht und so. Und ich bin jetzt halt, ich fand es schön, dass er da war, weil es hat Spaß gemacht. Der Bischof war da und der tut, glaube ich, darauf aufpassen, dass hier nichts passiert. Ein Ginkgo-Bäumchen, der Baum des Lebens, wird ihn nun auch in Zukunft immer an diesen Besuch in der Franz-von-Assisi-Schule in Augsburg erinnern.